Und hallo YouTube und willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 16 Karrieremodus mit dem ersten FC Kaiserslautern. Und ja, letzte Folge hat es bei mir nicht so geklappt mit der Facecam, die ist abgestürzt, währenddessen ich gespielt habe. Und naja, ihr müsst auch nicht immer meine Fresse sehen dabei, wie ich hier FIFA spiele. Und naja, ich hoffe, ihr könnt es verkraften. Und heute geht es in die nächste Partie und es ist ein richtig harter Brocken. Und zwar geht es gegen die Klubberer aus Nürnberg. Und wir schauen uns mal wieder Tabelle an. Oh, schön. Erster Platz, erste FC Kaiserslautern mit ja, 19 Punkten. Und der erste FC Nürnberg auf dem fünften Platz ja, mit 16 Punkten. Aber das ist ein richtig harter Brocken. Die haben 5 Siege in Folge. Eine Unentschieden und 2 Niederlagen bisher und ja, das wird eine harte Geschichte, das kann ich euch jetzt schon sagen und mit meinem Abwehrverhalten wird das wahrscheinlich schief gehen. Und ja, Leute, von daher wünsche ich mir mal viel Glück und los geht es. Wir spielen auswärts in Nürnberg, diesmal in den schwarzen Trikots, sind auch sehr hübsch. Ich lasse die Aufstellung stehen, wie sie ist. Die schwarze Trikots sind auch geil, wa? Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die Trikots findet. Mögt ihr die schwarzen von Lautern lieber oder die roten? Oder habt ihr mit denen Dinge überhaupt nichts am Hut? Und los geht die Partie. Zum heutigen Spiel aus der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir, das sind Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und ich bin ja richtig gespannt, was das heute gibt, Wolf. Heute heißt es Nürnberg. Ja, bin ich auch mal gespannt, wie das hier ausgeht. Das wird eine richtig harte Partie, das weiß ich jetzt schon. Nürnberg mit dem Anstoß. Wir sind wirklich gespannt, wie er sich ins Team einfügt. Er könnte die Verstärkung sein, die sie wirklich gebraucht haben. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Sie spielen heute im 4-5-1-System. Oh je, ich merke schon, diesen fast nicht zu stoppen. Nein, da war einfach zu wenig Druck dahinter. So kann der nicht gefährlich werden. Wir müssen uns konzentrieren hier. Oje, das war wieder nichts. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Da habe ich gerade damit gerechnet, dass ich den Ball krieg. Deswegen ins Ausgelaufen mit. Ja, die sind schon eine harte Brocke, das merke ich jetzt schon. Das hier wird nicht einfach. Der erste FC Kaiserslautern will heute den Schwung mitnehmen aus dem Heimsieg. Kaum habe ich den Fuß am Ball, ist auch schon wieder fort, ey. Also irgendwie. Ja, knappe Sache, das 1-0, aber ich denke, sie werden heute ähnlich auftreten und sich erneut den Sieg holen. Zimmer. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Jetzt mal vielleicht eine Pass in die Mitte. Der Ball wurde gut weggefaustet. Nix war's. Gut gemacht, den Ball holt er sich. Und oje. Das war wieder ein Griff ins Klo. Eigentlich wollte ich gar nicht schießen, ich wollte eigentlich passen, aber wahrscheinlich kam ich falsch Knopf und hab gleich Schuss nach der Annahme gemacht. Das war faul, da muss er Freistoß. Och, da pfeift der Foul schon wieder, also. Oh, nee, oder? Geht das schon wieder so los? Letzte Partie einige gelbe Karte kassiert. Weil der hat gemeint, er müsste so geil den Kartonzieher, denn. Ne? Das war so ein richtiger Kartonzieher, war das gewesen letzt. Burgstaller. Obacht. Silvester. Das war sauber. Er holt sich den Ball. Alexander Ring. Cibilko. Sie haben den Ball.
Flanke kommt, wird das eine Chance? Der Ball kommt nix nicht durch, abgeblockt. Jetzt kann er sich ja, an der Stelle vielleicht mal noch Gruß an den Kameraden Frank Konia, der spielt ja mit den Klubberern. Er ist ja auch durch und durch Nürnberg-Fan und von daher, falls du mich siehst, falls du mich überhaupt guckst, sei gegrüßt. Harte Truppe deine Mannschaft hier, mein lieber Mann, ey. Ja, es ist, kommt dann immer der Pass durch, ey. Gutes Tackling, gute Zeit. Ja, bisher haben wir es noch mit der Abwehr gut im Griff. Ich habe das jetzt. Och, das. Also. Brechko. Haben wir es jetzt schlimmer vorgestellt, aber. Na. Jetzt versuchen sie es mit lange Bälle hier. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Bultuis. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Gott sei Dank war der jetzt im Abseits. Vor mir die Situation dahin ganz entgleitet. Wieder ein bisschen Luft für meine Abwehr, bisschen Ruhepause. Erstmal der Seitewechsel. Ach, der war wieder zu steil gespielt. Alter. So kleine Flüchtigkeitsfehler, Alter. Das versaut einem das ganze Spiel. Ey. Oh, da fällt er. Gut abgefangen, die Quetsch. Jensen. Jetzt. Ach, geht der Pfosten. Was eine Chance. Oh, nein. Dinger gibt's, ey. Burgstaller. Kann er den Ball behaupten? Machen wir jetzt mal langer Pass nach vorne. Den Greta noch, den Greta noch, den Greta noch, den Greta noch. Ecke. Ecke. Mist Ecke gäbe, ja. Ecke für den ersten FCK. Ja, schon wieder am Regnen, wie blöd. Vielleicht ist es eine Standardsituation, haben wir schon lange nichts mehr gemacht raus. Und, nee, war nichts. Griff ins Klo war es wieder, ja. Super, Dankeschön für nichts. Jensen. Alexander Ring. Cibilko. Da kommt der Schuss. Jetzt. Ah. Dreck. Wieder Ecke, wieder eine tolle Chance, wie ich finde. Ja, gescheitert an einem, ich sag mal, guten Tormann. Kirschbaum, ja. Ja, ist schon eine Wucht, ja. Und das war oh, schon wieder, ey. Gute Möglichkeit. Wirklich eine Chance um Chance und wir nutzen die nicht. Und das geht nachher wieder nach hinten los, das weiß ich jetzt schon. Das geht wieder böse nach hinten los, ey. Dreck. Oh, klasse, den spielt er mit der Hacke. Obacht, Obacht, Obacht. Heuber. Gut aufgepasst. Jensen. Ah, pfeift er ab. Tore zur Pause für beide Teams von allen ja. Sicher noch Luft nach oben. Ich bin sehr zufrieden eigentlich. Die, abwehrmäßig stehe ich recht gut, aber besser als gedacht und ich lasse das jetzt mal so stehen und gehe gleich weiter in die zweite Halbzeit. Geht weiter jetzt mit dem zweiten. Vielleicht können wir auf der Seite was besser reisen. Mit dem Sauwetter. Es regnet immer noch. Der geht uns aus. Da steht einer, gell? Ja. Heuber. Lass doch nochmal Seitewechsel machen, ja. Dann stechen durch. Das wird gefährlich. Ah, da kriegt er den Ball nicht. Jetzt spielen wir wieder fort. Jetzt spielen wir wieder Dülle. Richtige Gülle. Bull
tue ich's. Ja. Das war nicht schwer für den Torhüter. Der sollte eigentlich nicht geschossen werden. Ich habe aber wieder das falsche Knöpfchen gedrückt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Jensen. Ah, da spielt er lieber mal zum Torwart zurück. Zimmer. Und jetzt wird es Einwurf geben. Ich wäre eigentlich zufrieden, wenn das hier jetzt Alpha langsam mal Erfolge bringt. Cibilko. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Jensen. Jetzt vielleicht mal die Flanke zum Mitspieler. Nee. Er kriegt nicht. Ja, sehr gut abgepasst. Löwe. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach. Shit, jetzt wollte ich gerade schießen. Kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Alpha. Ah, Ball wieder zu weit vorgelegt. Das war mit der Spitz auf Knopf. Ja. Nee, naja. Alpha. Weil ich mit dem. Ja, gut gedacht, aber schlechte Flanke. Burgstaller. Der Freistoß. Ja, jetzt pfeift der wieder Freistoß. Ey, ich weiß nicht, was der für Probleme macht. Also. Was hat der Junge? Was hat der Junge für Probleme? Sagt's mir einer. Und Ecke. Es gibt Ecke. Ja, es war mir klar, dass das wieder Ecke gibt. Jetzt Obacht. Das wird gefährlich. Er ist da bei der Ecke. Sehr Dormann gut. Hatten, Müller hatten. Ja, super gemacht. Aktion des Keepers. Und wieder verhindert er den Rückstand. Es bleibt beim Unentschieden. Alpha. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und da ist es 1:0 gegen FC Nürnberg in der 70. Minute. Oh, der war super rausgespielt. Da hat er noch gezogen, wollte er mich noch lesen. Da wollte er mich lesen, der Drecksack, ey. Wollte er mich glatt umlesen, aber sehr schön gemacht. Ähnliches Tor wie gegen Bochum, ja. Sehr schön, das gefällt mir. Ach, der geht mir glatt in der Ab, ey. Ja, könnte ich gerade wieder. Ach, Freudetanz mache hier. Boah, jetzt bin ich erleichtert. Er ist schon mal. Er ist schon mal Puffer jetzt. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Oh, das war jetzt kein Foul, oder was? Fahren, was die Ballbesitzstatistik sagt. Wolf, uns gesagt, aus damit. Das ist sehr ausgeglichen. Nix Brechko. Ausgebrecht gut. Ring. Jetzt mal nochmal Flanke. Weggefaustet. Ein taktisches Foul. Was pfeift der dann Foul, ey? Was war dann das schon mit der? Ich hab gar nichts gemacht, ey. Also irgendwie haben sie diese komischen Schiedsrichter, die haben es mit mir, ey. Also ehrlich. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von den Schiedsrichter als haltet. Also, meiner Meinung nach pfeift die schöne Scheiße. Ein schöner Mist, pfeift die. Und jetzt ist der Ball raus. Starke Flanke. Weg damit. Er lässt sich den Ball nicht. Kann er sich durchsetzen? Nee, er kann sich nicht durchsetzen, der Jockel. Er verliert den Ball direkt zurück. Ja, spielt da ein bisschen rum. Ja, aber Zeit. Also, ich hab Zeit ohne Ende. Schöpf. Super Flanke.
Ich damit. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. 7 Minuten müssen wir noch aushalten. Da haben wir wieder hier. Ich sag mal nicht einen klaren Sieg, aber erkämpfter Sieg. Die Flagge kommt gut rein. Gut geklärt, das war wichtig. Er ist heute viel gelaufen, wirkt müde. Alexander Ring. Jetzt schön freigespielt. Er muss es alleine machen. Ah, schade. Aber immerhin eine Ecke, das bringt uns wieder ein bisschen mehr Zeit. Und ja. Jetzt vielleicht nochmal aus dem Standard raus, Tor. Und da ist es 2:0. Sehr schön gemacht, ey. Ich wäre bekloppt. Gegen Nürnberg. Gehen wir 2:0 in Führung in der 88. Minute. Leckt mich an den Tisch, leckt mich am Arsch. Das ist schon mal wieder 3 Punkte, ganz sicher. Endlich nochmal ein Tor aus einer Standardsituation aus. Das geht mal wieder richtig gut ab hier. Leckt mich an der Face. Sehr schön. Clash mit dem 2:0. Ja, das soll es dann gewesen sein. Ich sag jetzt mal, Auswärtssieg, sicher. Endspurt, 3 Minuten Nachspielzeit. Zimmer. Ja, schubst er mich weg. Das ist jetzt kein Foul. Und da ist das Spiel vorbei. Wir gewinnen das Auswärtsspiel mit 2:0 in Nürnberg, gegen Nürnberg, gegen die Klubberer. Und Franconia, ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich dir mal kurzerhand Blatt gemacht habe. Zwar nicht furios, aber immerhin 2 Tore. Vorsprung 2:0 ohne Tor bitte. Also, das lässt sich langsam sehen, diese Leistungen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Eventuell ein Neuling kann mich vielleicht abonnieren, wenn er Bock hat. Und ja, Leute, ich sag mal, tschüss, euer Chris.